Was ist verdammt die Leidenschaft deines Lebens? Was würdest du tun, wenn du jetzt 18 Jahre alt wärst? Hey, so fühle ich mich. Das sieht man nicht vielleicht ganz so, aber was würde ich tun? Es ist ja so, dass wenn wir jung sind, dass wir im Idealfall uns vorstellen, wie ist eigentlich so mein älteres Ich? Was sollte dieses ältere Ich gelernt haben? Wie sollte es seinen Tag begehen? Und wenn du dir das so vorstellst und überlegst, was rät der mir, dann kann der dir eine ganze Menge sagen. Also eine ganze Menge. Wir haben viel mehr Weisheit und Intuition in uns, wenn wir unsere Gedanken in eine bestimmte Richtung, in einem Fokus lenken, als wir denken. Und wenn ich mir jetzt also vorstelle, was würde mein älteres Ich mir sagen, dann wäre es eigentlich der ich heute bin. Und der würde einfach sagen, Junge, mach's genauso wieder. Ich hab's gut gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht, ganz viele Fehler. Aber ohne die Fehler wäre ich ja nicht der ich heute bin. Ich glaube, die wichtigsten Ratgeber, die wir haben können, sind unsere Fehler. Das sind unsere Lehrer. Von denen lernen wir, hey, wenn ich einen Erfolg habe, klopf mir auf die Schulter, da freue ich mich, das Portemonnaie wird voller, der Lebensstandard wird besser. Aber die Fehler, die sind das, die dich zu dem machen, was du heute bist. Also ich würde alles wieder genauso machen. Wenn ich 18 wäre und wüsste aber nicht, in welche Richtung es geht, dann würde ich vorher überlegen, was ist mein Lebenssinn, warum bin ich hier? Was sind so wirklich meine Talente, was sind meine Werte, worauf kommt es wirklich an? Pleite könnte ich wieder gehen mit 26, das ist nicht schlimm, dann kann ich den Leuten besser erklären, wie man mit Geld umgeht, das ist einfach wichtig. Aber früher herausfinden, warum bin ich hier, was sind meine stärksten Fähigkeiten, das ist einfach gigantisch. Hey, wenn ich manchmal so einen 16-Jährigen sehe, rede mit dem, sage dem, was willst du mal werden, sagt, das weiß ich ganz genau. Ich werde mal, boah, das finde ich so cool, das hatte ich nicht mit 16. Ich hatte irgendeinen Quatsch im Kopf, wollte, glaube ich, mal Archäologe werden oder irgend sowas. Bin gar nicht ich, es interessiert mich, aber es ist nicht die Leidenschaft meines Lebens. Also finde die Leidenschaft deines Lebens heraus, so schnell du kannst. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir online das Buch haben, endlich mehr verdienen, da beschreibe ich genau, wie man das macht. Und das ist ganz wichtig, ich glaube, im Kapitel 5. Ich spreche da zwar über einen Arbeitslosen, aber das ist nicht schlimm, weil der Arbeitslose, der muss sich ja auch neu erfinden. Was mache ich jetzt? Ob du 18 bist arbeitslos, ob du 28 oder 38, spielt keine Rolle, 58. Du musst ja bestimmte Prozesse durchgehen und das ist genau das, was ich herausfinde. Was ist verdammt die Leidenschaft deines Lebens? Weil dann bist du gut. Hey, habe ich mal harte Tage? Natürlich. Hat jeder harte Tage. Aber wenn ich weiß, ich brenne für das, was ich tue, ist der harte Tag nicht so schlimm. Also, gib Gas und finde raus, was dich einzigartig macht. Es gibt, wir wissen das, es gibt Milliarden, Milliarden, Milliarden von Schneeflocken. Keiner ist gleich. Wenn du die unter das Mikroskop tust, die sind alle anders. Jede Schneeflocke, jedes Wasser, das du kristallisierst, hat andere Kristallformen. Jeder Mensch ist anders. Wir sind auch viel komplexer. Du hast was, was kein anderer kann. Und wenn du das nicht rauslässt, dann wird die Welt es nie erleben. Da ist ein Lied in dir, wenn du es nicht singst, wird die Welt es nie hören. Das wäre schade. Lass es raus.